Zwischen Maastricht und Maaseik ist die Maas, die Grenzmaas, sehr dynamisch. Das Gefälle ist hier etwas steiler als anderswo, weshalb das Wasser schneller fließt. Dadurch gelang es dem Fluss früher, sich zu verlagern. Was bei Elzlo passierte, ist sehr spektakulär. Wenn die Maas Mäander verlegt, werden die Ufer abgetragen, sodass Prallhänge entstehen. Das hat sich im 16. und 17. Jahrhundert bei Elzlo in extremer Weise abgespielt. Früher lag da, wo jetzt die Maas fließt, ein Weg von Meers nach Elzlo. Doch heute endet die Hauptstraße von Meers an der Maas. Das ist das Land der halben Dörfer. Nicht, weil man halbe Dörfer gebaut hat, sondern weil die andere Hälfte von einem der großen Maasmeander verschlungen wurde. Die Überschwemmungen von 1993, 1995 zeigten deutlich, dass die Maas auch jetzt noch ihren Lauf verlegen könnte. Mit der Umsetzung der Provinzialpolitik gehören Sandsäcke aber bald zur Vergangenheit. Die gesamte Talebene des Flusses wird einige Meter abgegraben, damit der Fluss künftig mehr Wasser abführen kann und nicht so schnell über seine Ufer tritt.